Weißt du? Also ein Schrumpfungsriss beim Gießen, der geht auch komplett durch. Ja, kann man vielleicht sehen. So, also ich habe nur so einen kleinen Kontrollmonitor, da kann ich es nicht so ganz genau drauf erkennen, weißt du? So, und jetzt kannst du, und den können wir ja vielleicht einfach mal rechnen und sagen, also wenn wir uns diesen Haken hier jetzt vornehmen und sagen, an diesem Haken würde gezogen, und du kennst es ja schon, ich weiß nicht, kennst du meine Videos und so einen Zauber da? Kennst du nichts von mir, Alter? So, ich schreibe mal hier oben drauf, was genau machen wir hier? Ich schreibe einfach mal hier Facebook. Heute haben wir welches Datum? 25. Ich höre, dass du irgendwo aus, was weiß ich, Sachsen, Bautzen da irgendwo in die Ecke kommst. Dresden, meine ich doch, sag ich doch. Wir haben ja Verwandte da drüben in Bautzen, weißt du? Und die besuchen wir immer brav, und irgendwie kommt mir der Slang so vor, wie ich ihn schon mal irgendwie gehört haben könnte. Nämlich aus der Ecke. So, also. Und du bist, ja, ich schreibe da gar nicht auf, wer alles dabei ist. So, und jetzt mache ich mir also immer von irgendwelchen Problemen, die ich habe, eine Skizze. Einverstanden? Das heißt, wenn du so eine Prüfungsaufgaben, und du hast die ganzen Prüfungsaufgaben, nehme ich an, ne? Oder? Ja, wunderbar, so muss es auch sein, weil dann daran kann man sich auch entlanghangeln. Ich mache mir meine Skizze, mal in Schwarz, so. Und dann versuche ich mir dieses Problem zu visualisieren, sage ich mal dazu. Tja, aber jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie ich das machen soll, aber vielleicht so ein bisschen in der Perspektive, das kann ganz gut sein, weißt du? Wo ich sage, ich habe hier vielleicht irgendwo meinen Haken, ja, keine Ahnung, wie soll ich den denn malen? Erstmal male ich hier dann so ein bisschen die Ohren so rauf, das geht ja hier so rauf, ne? Dann hast du hier in der Mitte dein Löchelchen, oder? Ja? Und das kannst du ruhig üben, weil du willst ja irgendwann mal nicht nur Schlosser sein, sondern vielleicht auch mal anderen Leuten zeigen, was so technisch also läuft. Ich drehe es dann aber ehrlicherweise immer so ein bisschen in diese Richtung, weißt du, so. Weil das ist für mich irgendwie im Kopf ein bisschen leichter. Dann sage ich, naja, dann geht es hier so rüber, weißt du. Hier vorne geht es dann runter und rüber, weißt du. Einfach so ein bisschen mal malen nach dem Motto, ich muss mal auch anderen zeigen, wie es aussieht. Kapiert? So, und dann siehst du schon, dann geht das hier jetzt irgendwie rüber. Und ich weiß gar nicht, wie man es hier jetzt so malen soll. Das kann man ja gar nicht so ahnen, weißt du, so. Ne? Geht es dann hier irgendwo in so ein ganzes Gebilde rüber. Ich male es jetzt einfach nur mal jetzt hier so irgendwie so gerade dahin, weißt du. Damit man so erkennen kann, naja, so in etwa ist es ja, weißt du. Also ein bisschen gemogelt habe ich schon, ne. Aber ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht geworden. Und da ich das noch nie vorher mal gezeichnet habe, das Teil hier, weil es seit gestern auf meinem Schreibtisch liegt, jo, bin ich schon mal sehr, sehr, sehr zufrieden. Na, du auch? Ja, super, ne? Ich weiß. So, und die Löcher, die interessieren mich erstmal nicht. Und jetzt gehe ich mal her und sage, hier an diesem ganzen Gebilde, da hängt jetzt mal eine Kraft dran, die zieht nach oben. Einverstanden? Also male ich das Ding mal hier hin und sage, hier oben. Da irgendwie ist ein Bolzen durchgesteckt, du ahnst es schon. Und da geht eine Kraft, die jetzt nach oben zieht, und die heißt mal F. Einverstanden? So, bis hierhin alles gut. Also, ich stelle mir also vor, ich habe hier eine Bruchstelle, die hier kaputt gehen könnte. Dann brauche ich jetzt ein paar Maße. Einverstanden? Denn sonst weiß ich ja nicht, und da habe ich mein altes Schätzeisen hier. Mal gucken, ob das überhaupt noch geht hier. Ah ja. Dann muss ich mir jetzt ein bisschen was ausmessen hier. Nehmen wir 10 mm für den Innendurchmesser. Und jetzt geht das schon los, weil ich nicht zeichnen, nicht weiß, wie ich das da zeichnen soll, weißt du? Dann mach es doch einfach so. Durchmesser 10. Ist ja nur für uns hier, sage ich mal, muss ja nicht besonders schön sein. Durchmesser 10. Ja, und da das hier draußen, jetzt werde ich mal ein bisschen mogeln, weil ich sehe ja natürlich, dass es leicht winklig ist, weißt du? Aber ich gehe mal ein, ich tue einfach mal so, als wäre das ungefähr hier, ne? 18 mm. Einverstanden? Irgendwie, das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Also, und in der Technik hast du es ja wirklich auch nicht viel einfacher. Dann nehme ich dieses Maß von da nach da. Das soll jetzt 18 mm sein. Da es kein Durchmesser ist, schreibe ich auch keinen Durchmesser dahin, ne? 18. Und was brauche ich noch? Ich brauche irgendwie so ein bisschen auch die Dicke von dem Teil, oder? Okay. Die Dicke von dem Teil, was weiß ich, was hat er denn da jetzt? Nehmen wir 5, oder?
Und darum rege ich mich immer in dieser scheinbaren Genauigkeit so auf. In der Zeichnung stehen diese Maße und wenn du nachmisst, dann muss er das, na, da hat er fast 3 Zehntel mehr, ne? Und wenn ich jetzt nochmal woanders messe, stellst du fest, naja, hat er sogar, naja, ist gar nicht so schlecht, ne, oder? Aber da unten sind schon 6, da ist auch klar. So, jetzt kann ich das Bauteil wegschmeißen. Das Einzige, was ich noch brauche, ist, aus welchem Material ist denn das? V4A. Aber V4, wir sind ja hier unter uns. V4A, und ich bin ja auch mein Freund, also ich meine, wenn wir beide hier so eine Lustveranstaltung machen, dann können wir uns ja auch das schön machen, sage ich immer, ne? V4A, ja, weil wenn ich hier so Prüfungsvorbereitung mache, dann habe ich nicht so viel Zeit zum Rumlabern, dann bin ich da mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das nennen soll, ein bisschen zielgerichteter und mache das nicht so handlungsorientiert. Und handlungsorientiert heißt für mich, naja, V4A steht im Tabellenbuch drin, weißt du? Hast du das auch? W wie Werkstoffe findest du aber dann im Prinzip bei dir in deinem Elektrobuch auch. Und dann suche ich mir bei meinem Schlosserbuch jetzt mal die entsprechende Seite heraus, wo diese nicht rostenden Stähle drin sind. Ja. Und hier siehst du den V2A und hier unten habe ich den V4A schon mal reingezeichnet. Verstehst du? Und diese Werkstoffbezeichnung, ja, die können wir uns ja ruhig mal mit hinschreiben, falls ich das überhaupt richtig erkennen kann. Das blendet nämlich immer hier so. Ich weiß nicht, kannst du es bald besser sehen als ich oder was? Ist okay, aber bei mir rüttelt das, weil ich habe da die. Also X6. Chronimo. Chronimoti. Ja? 17 12-2. Die Werkstoffbezeichnung kannst du dir dann irgendwann mal bei HAKU angucken, falls es denn soweit ist. Mir geht es jetzt vor allen Dingen darum, dass wir rausfinden, welche Zugfestigkeit das Zeug hat. Weißt du, und die Zugfestigkeit, die steht jetzt hier in der Tabelle drin. Und aus dem Tabellenbuch kriege ich Sigma. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Sigma kriege ich überhaupt nicht raus, sondern hier steht Zugfestigkeit und die Zugfestigkeit heißt RM. Ja? So, und jetzt siehst du schon, Mist, was ist denn das? C und P, da unten steht dann immer drauf, was das ist, ne? C und P, das ist dann hier praktisch kaltgewalztes, warmgewalztes Blech. Also Blech ist das ja erstmal gar nicht, ne? Ist ja gegossen. Also was für ein Zeug nehmen wir uns da jetzt raus? Dann sage ich einfach, scheißegal, das ist ja nur eine Übung jetzt hier. Dann nehmen wir uns den kleinsten Wert, den wir finden können, nehmen wir 400, 520, ja? Wir nehmen nicht den größten. Weil auch im ungünstigsten Fall muss der Scheiß halten, ne? Logisch, ne? Gut. Und die Zugfestigkeit wäre Newton pro Millimeter Quadrat. Schon mal steht ja in der Tabelle da sowieso drin. Aber du wirst jetzt gleich meine Bauernschleue sehen. Und meine Bauernschleue, die ist dann im Prinzip was? Newton ist eine Kraft, richtig? Millimeter Quadrat ist was? Eine Fläche. Ja, also wie groß ist deine Wohnzimmer, ne? Du? 4 Meter, ne? Ja. Ja, hoch oder was? Alles klar. Ja, Altbau, ne? 4 Meter Altbau, ne? Ich wohne in der Kirche oder was? Na gut. Aber was ich daraus ableiten will, ist, Kraft ist doch nichts anderes als F. Oder? Als Formelzeichen, oder? Fläche ist, welches Formelzeichen kriegt Fläche? Ja, komm, du bist ein Anfänger, darum darfst du noch fragen. Dann schnappst du dir mal deine wunderbare, ich mach das hier mal wieder weg, weil ich Idiot das da nicht so machen wollte, wie ich es da jetzt gemacht habe. Weißt du, weil ich will nicht diese Klammer da haben, die ist nur bei Einheiten zulässig, weißt du? F durch Fläche ist immer S. Da kannst du sofort sagen, dann ist die innere Belastung des Materials immer Kraft durch Fläche, richtig? F durch S. Wunderbar, das ist die Formel. Findest du die im Tabellenbuch hier in deinem Formelheftchen wieder? Du bist alleine, dann hole ich das Ding raus und sage, komm, Alter, dann lass mal gucken. Zack, zack, zack. Ich meine, das muss hier irgendwo mit Festigkeit einhergehen. Das ist bei mir Seite 56 oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ach, Seite 55. Hast du das auch? So, dann sehen wir hier erstmal. Zugfestigkeit. Hier steht Sigma Z, habe ich natürlich unterschlagen, weil
Zugfestigkeit ist ja im Prinzip jetzt genau irgendwie das, was hier zwischen so liegen würde, ne? In der Fläche. Aber du hast diese Fläche hier ja jetzt zufälligerweise zweimal. Einverstanden? Gut. Und da steht, glaube ich, S für Querschnittsfläche. Das wollte ich ja nur zeigen. Weißt du? Und das mal als Tipp. Du bist ja noch ein Anfänger, hast auch noch nie was gemacht von dem Scheiß. Da kannst du ja gleich davon sagen, lern den Mist gleich richtig mit deiner Formelsammlung. Denn jede Seite, die du da hast, musst du kennen, wie das muss genau passen. Das heißt, das Ding, das muss wirklich also innerlich verarbeitet sein. Und wenn du da eine Seite aufschließt, dann musst du nicht sagen, oh, was ist das denn hier, ne? Dann musst du sagen, alles klar, damit habe ich schon mal die und die Aufgabe gerechnet. Dann bist du bestens für die Prüfung präpariert, egal wann die ist, ne? So. Gut, bis hierhin alles gut. Wir brauchen aber ehrlicherweise nicht wir brauchen diese zulässige Sigma Z ist hier die Zugspannung. Und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen gucken in dem Heftchen, weil wir brauchen jetzt nicht die Beanspruchung, wo das Material auseinanderreißt, sondern eigentlich nur bis wohin das also halten darf, hätte ich fast gesagt. Ja? So, und da komme ich jetzt so ein bisschen echt ins Grübeln, weil das ist hier in diesem Tabellenbuch oder in diesem Formelheft richtig schlecht gemacht. Weil es keine zulässige Zugbeanspruchung gibt, die hier jetzt aus diesem RM gerechnet werden darf. Weißt du? Dann machen wir das so. Guck mal da. Ja? Da steht nämlich Sigma zulässig ist RM, das haben wir ja, uns aus dem Tabellenbuch rausgesucht, geteilt durch diesen Sicherheitswert μ. Da haben wir ihn. Einverstanden? Also ich schreibe es mal hier hin. Sigma zulässig ist gleich RM durch μ. Ist das alles bekannt oder ist das neu, was wir hier gerade machen für dich? Ja, wunderbar. Ja, irgendwo, ne? Irgendwo ist ewig hier. Wie groß ist denn das μ? Ist das jetzt wichtig, wenn dieser Haken auseinanderreißt oder ist das eigentlich scheißegal? Wäre schon blöd, wenn da was dranhängt und die Last fällt dir auf die Füße, ist es nicht so cool, ne? Ja, es wäre doof. Das heißt, wir werden also dann in der Aufgabestelle, in der Aufgabe schreiben, der Sicherheitswert ist ungefähr 2,5. Ja? Woher weiß ich das? Naja, ich habe es irgendwann auch mal gelernt, ne? Als alter Ingenieur darf ich sowas wissen, ohne nachzugucken. Und da habe ich schon ganz gut ausgeholt, um ehrlich zu sein, ne? Ich sag mal, das passt schon so in etwa. So, dann würden wir also sagen, unsere zulässigen Werte wären jetzt schon mal 520, hat er rausgeguckt, ja? Newton, Einheiten immer schön mitschreiben, nervt zwar, aber tun, weißt du? Durch 2,5, wie viel haben wir da? Such, 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 sag ich mal. Taschenrechner hast du auch die Kiste hier? Alles klar. 520 geteilt durch 2, ich rechne sowieso, weil euch traue ich ja schon lange nicht mehr. 208. Na, ich habe schon so oft, weißt du denn, was kommt denn raus? Dann sagen die mir was, weißt du? Falsch. Ich kann das ja nicht sagen. Ob das 208 oder 196 ist, das weiß ich doch nicht, oder? So, und dann rechnest du hinterher die ganze verschissene Aufgabe mit diesen falschen Zahlen durch. Aber eigentlich alles richtig gerechnet und mit falschen Zahlen und sowas kotzt mich ja ganz persönlich auch an, ne? Also, das ist die zulässige Beanspruchung. Einverstanden? Im Material, die da drauf ist. Die Zugfestigkeit steht hier. Die Frage wäre doch, ja, mit welcher Kraft darf ich denn da reinhaken und dran ziehen? Weißt du? Das wäre doch die Frage gewesen in der Prüfung. Die Prüfungsfrage hätte gelautet: Wie groß ist die Kraft, die an dem Halter, hier an dem Augenwinkel oder was weiß ich, an diesem Augenlager, heißt es richtig, an diesem Augenlager aufgebracht werden muss, damit eben die Festigkeit gewährleistet ist. Und dann kriegst du die Zugfestigkeit, dann kriegst du vielleicht den Sicherheitswert und dann sollst du das F da oben ausrechnen. Einverstanden? So. Ja, das F steht da schon drin, richtig? So, dann kannst du so fahren, stell die Formel um. Kannst du das? Kannst du noch nicht? Alles klar, das ist das hier. Mathematische Grundlagen, kapiert? So. Das Ding, das musst du können. Und zwar echt aus dem FF. An jeder IHK haben die immer zu wenig Zeit für den ganzen Sch. Das ist wirklich so. Also ich mache das ja auch schon seit 30 Jahren und dann weiß ich immer, Alter, ey, wenn du kommst dahin, um was zu lernen und sie sagen, ja, das müssen sie ja schon können. Ja, ist doch voll von Arsch, oder? Was mal ehrlich jetzt.
Also ich bezahle das Geld dafür, dass mir einer das, was ich, wenn ich weiß, beibringt. Und dann erwarte ich auch, dass, dann will ich nicht hören, das sollst du aber können. Das haben wir aber schon früher gelernt, ne? Also.